Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. Ich bin der Paladin, der Ritter und der König von GTA 5. Und ich melde mich offline zurück, weil mein Internet erst, höchstwahrscheinlich mein Router erst am 6. Februar kommt. Aber ihr könnt mich gerne adden auf der Sony PlayStation 4. Paar Probleme habe ich mit der PlayStation App. Ich habe euch gesagt, ich würde euch gerne beantworten, ein paar Sachen. Ich würde gerne, auch auf der PS4 erreichbar sein, aber mein Internet hat so schlechtes Internet, das so langsames Internet, dass ich nicht mal die PlayStation App öffnen kann und euch Nachrichten schicken kann. Mashallah. Und der Leader der Zombie Cowboys wird jetzt erstens mal ein paar Leute in Grand Theft Auto 5 hinrichten. Und nicht diesen Juden. Nein. Warum sollte ich die Unschuldigen töten? Mir wird hier irgendwas auf YouTube, wird mir, oh, auf YouTube, oh, der junge Zocker, ganz böse, IS-Terrorist wird mir unterstellt. Was redet ihr da? Ich spiele in einem virtuellen Spiel aus 500 Milliarden kleinen Pixeln, aus 500 Milliarden kleinen Punkten, aus der Asche, okay, das war jetzt ein bisschen zu übertrieben, aber ich spiele hier nur ein Spiel. Und ich möchte in diesem Spiel, in diesem virtuellen Game, nur eins. Dass mein Clan ganz oben ist. Zombie Cowboys. Und heute ist es an der Zeit, wieder zu töten in GTA 5. Und man kann ja nichts anderes tun in GTA 5, außer Leute zu erschießen. Und nun noch etwas. Meine lieben Freunde, ich habe heute ein Commentary vorbereitet über die Flüchtlinge. Und meine erste Amtshandlung ist, dass wir die Kirchen in Deutschland abreißen. Den Kölner Dom, das Freiburger Münster und das Ulmer Münster. Alles muss weg. Weil jetzt ist es an der Zeit zu reden, wie es wirklich ist. Die Deutschen zeigen ihr wahres Gesicht. Rassistisch. Sie sagen schon, oh, warum sind nicht mehr Familien auf dem Mittelmeer gestorben? Warum sind nur 500 Leute im LKW verreckt? Warum sind nur 200 Leute bei der Route gestorben? Ich sehe es überall, beim Bäcker, beim Metzger, im Supermarkt reden die Leute über Flüchtlinge. Familien, Mütter und Väter reden darüber, dass nicht mehr gestorben sind. Brutalster Rassismus wird toleriert in Deutschland. Ich kann das nicht länger ansehen. Millionen von Deutschen gehen jeden Tag in die Kirche, predigen, dass man Respekt haben muss vor Menschen. Und dann hetzen sie auf YouTube und auf Facebook und auf Twitter und auf allen sozialen Netzwerken gegen die Flüchtlinge. Das heißt eigentlich nur eins, dass wir die Kirchen abreißen müssen. Das Christentum, das Evangelium sind keine schlechten Religionen. Sie sind wunderbare Religionen. Der Koran und die Bibel sind eigentlich Brüder, wenn man das so genau nimmt. Ne? Absolut. Tolle Religionen. Aber die Kirchen brauchen wir nicht. Die Kirchen sind unnötig, weil in die Kirche gehen nur Heuchler. Heuchler, die über Nächstenliebe reden und dann wieder mal gegen die bösen Flüchtlinge hetzen. Oh, ist das schlimm. So sieht das doch in Deutschland aus. Aber lasst euch nicht von diesen Neonazis, von diesen linken Spackos, eure Menschlichkeit nehmen. Weil die Menschlichkeit wird siegen. In Deutschland wird es einen Krieg geben. Der Krieg wird noch 3-4 Jahre dauern. Oder in 3-4 Jahren wird der ausgelöst. Aber der Grund werden nicht die Flüchtlinge sein, sondern die rassistischen Kommentare auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram, überall. Weil diese Deutschen, ihr teilweise auch, gegen diese Flüchtlinge hetzt und die Flüchtlinge fühlen sich dadurch diskriminiert. Und natürlich fühlen sich dann auch Muslime diskriminiert.
Und dadurch gibt es dann einen Glaubenskrieg. Ist Merkel an allem schuld? Nein, Merkel ist doch nicht schuld an allem. Ich fordere mehr Flüchtlinge in Deutschland. Keine Obergrenze. Und der Abbau aller Kirchen in Deutschland, weil sie sowieso unnötig sind, weil sie sowieso alle nur heucheln. Ihr habt meine Botschaft hoffentlich alle verstanden und ich hoffe, ihr toleriert diese Botschaft, weil so muss es aussehen. Mehr Flüchtlinge, keine Kirchen mehr und die Abschiebung aller Nazis in Deutschland. So. Die Angst sind nicht die Flüchtlinge, sondern die Angst ist natürlich, dass die ganzen Nazis, das dürfen wir auch nicht vergessen, ihre Stütze verlieren, ihr Einkommen, ihre Arbeit. Die Nazis sind zu dumm, um zu arbeiten. Das darf man auch nicht vergessen. So. Ich sage auf jeden Fall ciao, bis zum nächsten Mal, euer YouTube-Gamescom auf der PlayStation 4. Und möge Gott, möge Allah euch beschützen. Der Leader der Zombie Cowboys sagt ciao und bis zum nächsten Mal, euer YouTube-Gamescom auf der Sony PlayStation 4. Ciao.